So, willkommen bei Skyrim, eine weitere Folge hier in diesem Spiele. Ich habe hier die nächste Mission, die ist hier und da mal. Ich muss aufpassen. Ich habe gerade Craftopia gespielt und wollte gerade so springen wie bei Craftopia, aber es geht ja gar nicht. Das geht ja absolut nicht wie bei Craftopia. Okay, dann werde ich jetzt mal die Richtung hier rennen. Mal gucken, was mich so erwartet. Der Ton funktioniert einwandfrei. Das ist toll, das ist super, das ist Hammer. Und schon wieder irgendwelche Affen. So. Dankeschön, dass du auch mal auftauchst. Ich werde jetzt mal den wieder rausschicken. Dankeschön. Ach, da ist noch einer. Na gut, der ist jetzt auch nicht mehr da. Ich muss. Sag mal, stoppst du? Stopp! Gib mir ein Zeug. So. Was hat denn ja wohl ein Lappen hier unten an? Ja, immer mit der Ruhe putzt der Kasper seine Schuhe. So, nehmen und weiter geht es. Ja, die Skyrim-Folge. Muss ich mal kurz lügen? Hier läuft irgendwann im April. Aber hallo. Habe ich schon zu viel vorproduziert? Ja, habe ich. Ja, meistens, es ist der zweite Weihnachtsfeiertag bei mir. Ich habe einfach zu viel gemacht. Ich muss wahrscheinlich außen rum. Okay. Ja, Weihnachtsfeiertag, das war ein Abenteuer. Dass ich hier bis April gezockt habe. Aber hallo, 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 hallo. Erstmal willkommen zu Weihnachten. Im April. Vielleicht lade ich die Folge jetzt doch mal zum Weihnachtsfeiertag auf. Einmal mal so aus Just for Fun. Mal die ersten 10 Minuten und dann mache ich weiter mit der nächsten Folge. Und die läuft dann wirklich im April. Weil es ist echt bescheuert, wenn ich jetzt im April eine Folge sende, die ich zu Weihnachten aufgenommen habe. Gut, ich mache das schon die ganze Zeit, weil ich produziere ja vor. Ach komm, mal her hier. Und da ist natürlich sowas ganz wichtig. Ich entferne mich immer mehr. Ich muss in die Richtung. Aber da ist so ein scheiß Berg. Ist hier irgend so ein Altar des Toten? Stehlen. Oh, hi. Passt mit dem Feuer auf. Brennt jetzt nichts ab. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ich wollte gerade bei Klaulo, oder da sitzt da jemand, das geht dann aber gar nicht. Zeugen? Kommt der auch? Wo liegt er denn? So, Barolda. Da ist er ja. Na, hast du ein Kuscheltier hier auf deinem Schoß? Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ja, aber du hast einen Säbelzahntiger auf deinem Schoß und merkst es noch nicht mal. Also ehrlich, 4 Jahre später. Und sie war erdrückt. Der liegt immer noch auf ihr. Ah, ist Gasterweh von Tom Clooney. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich muss in diese Richtung. Immer noch. Wie geht's denn da so in diesen scheiß Berg hoch? Ach, was ist denn das hier? Ah, ich will immer fliegen.
Naja. So. Da stand im Weg. Ja, die Weihnachtsfeiertage waren echt hardcore, hammer, heftig. Zwei Enten gemacht, 6 Stunden am Ofen, 2 Kuchen gebacken, Apfel und Schokokuchen. Das war natürlich schon eine Nummer für sich. Ja, ich schaue nebenbei noch einen Film, war etwas abgelenkt, was soll's. Okay, weiter geht es. Ich muss dahin. Zombie. Ja, komm da hin. Ja, ich bin heute ein bisschen gaga. Das Wochenende war einfach. Wochenende? Weihnachten war Freitag. Der erste Weihnachtsfeiertag. Jetzt muss ich mal überlegen. Ohne aufzustoßen. Also, Weihnachten war wir bei der einen Familie. Oder? Welcher ist denn heute? Nee, Weihnachten war ich mit Barbie und Baby. Ich bin der Ken. Bei Familie A. Was will denn der schon wieder? Hier. So. Geht's mir aber nicht auf die Nerven. Perfekt. Ja, so. Du hast mich gerade beim Nachdenken gestört, du Vollidiot. Ey, ehrlich. Wo liegst du denn? Wenigstens will ich dir was klauen. Da. So, gib her deinen Scheiß. Ob schwarz oder weiß. So, Halleluja. Also, Weihnachten waren wir bei Familie A. Dann war ein Tag Ruhe gewesen, aber aus dem einen Tag, bei einem Tag Ruhe war auch so viel Haushalt zu machen. Ich Männer in der Rolle wäre, wenn ich nicht ab und zu mal meine Hose schauen würde, wenn ich auf Toilette gehe. Und heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Und heute war die Familie bei uns, und zwar mit allen Kindern. Ich habe ein Bällebad aufgebaut. Okay, ja, die haben Bällebad aufgebaut und so weiter. Was habe ich noch gemacht? Ich habe Luftballons fertig gemacht, habe mir Lichterkette gezogen, damit es schön aussieht. Ja, und dann haben natürlich die Kinder ihren Spaß gehabt. Wir waren noch draußen an der Natur, an der frischen Luft. Und ja. Jetzt ist Schluss. Wie? Lebt sie noch? Was ist denn die Tante? Oh nö, ich wollte ja was klauen. Naja, auf jeden Fall viel, viel erlebt. Und um ehrlich zu sein. Es war eine ganz schöne Ausnahme. Ich bin immer noch fix und fertig. Ich habe mir den Energy Drink reingezogen, damit ich noch wach bleibe und hier nicht total blöd bin. Obwohl, blöd bin ich schon mal so, aber damit ich auch ein bisschen wach bleibe. Habt ihr euch um das Gesinde gekümmert? Wo muss ich nennen? Immer noch dahin. Gut. Er ließ mich jetzt wie in Kraftopia einfach hier hochspringen. Das wäre toll. Das wäre Hammer. Ich weiß nämlich nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht darüber? Gute Frage. Ich muss echt überlegen, wie komme ich da hin? Gut, ich bin immer noch. Also ich gehe einfach mal so. Ich kann ja nicht springen.
Ich komme da nicht hoch. Verflucht die Scheiße aber auch. Gut, das war jetzt die Weihnachtsfolge. Geflucht, bebe und hier, gaga. Ich bin, also ehrlich, Weihnachtsfeiertage machen einen fertig. Familie hin oder her, man ist danach durch. Man braucht Urlaub. Von allen. Wollte heute schon meine Frau mein Kind abgeben. Meine Familie hat gesagt, ich brauche Urlaub. Und hat mein Schwager gesagt, bist du was, wir lassen die Frau und Kind mal hier. Und machen jetzt mal ganz einfach. Ich komme einfach mal mit ihm mit und dann machen wir meinen Abend. Wäre cool gewesen. Aber gut, egal. Das war die Weihnachtsfolge. Wer will denn hier was von mir verflucht? Achso. Du willst was. Mein kleines Schaschlik. So. Ja, habt eure Lieben lieb. Ich hab sie auch lieb. Auch wenn ich manchmal Urlaub möchte. Ja, bye bye.